Hallo, liebe campingbegeisterten Zuschauer. Ich sitze hier unter dem Hubbett in der Garage meines Adria Twin Supreme 640 SGX. Die Dieselstandheizung läuft, es ist schön warm hier drin, draußen ist es dunkel, es ist abends. Nora ist heute leider verhindert, aber dieses Video ist in Absprache mit ihr entstanden. Anlass dafür ist eine Flut von E-Mails, die uns erreicht hat. Fragen ohne Ende, Informationen ohne Ende, fast alles nur bezüglich unseres vorausgegangenen Videos Mängel. Wir sind mit Adria zufrieden und nach diesem Video sind wir nach wie vor campingbegeistert und ihr hoffentlich auch. Vorweg muss ich euch Folgendes sagen. Ich habe mir vor ziemlich genau 3 Jahren ein nagelneues teilintegriertes Wohnmobil gekauft von dem Hersteller Giotti Line, und zwar den Terry 37S. Und dieses Wohnmobil habe ich neu übergeben bekommen, habe also meine eigenen Erfahrungen machen können mit einer Übergabe, mit Aufsuchen von Fehlern und Mängeln, mit Mängelbeseitigungen, mit Zufriedenheit oder Unzufriedenheit. Nach einem halben Jahr habe ich dieses Fahrzeug verkauft, weil meine Frau gestorben ist. Einige wissen es aufgrund vorheriger Videos auf diesem Kanal. Ich habe mir gesagt, wenn ich mir wieder ein Fahrzeug kaufe, dann ein alltagstaugliches Fahrzeug und nicht ein klobiges Wohnmobil. Denn ich möchte damit zur Arbeit fahren, möchte einkaufen, möchte auch in Großstädten parken. Und deswegen kam ein Van für mich in Frage, war genau das Richtige. Das musste ich euch vorweg sagen, damit ihr wisst, dass ich nicht völlig planlos in einen Van einsteige, den ich mir gekauft habe und hier mit der Lupe durchgehe und Mängel oder Fehler suche oder euch hier irgendeine Einschätzung gebe, die stümperhaft ist. Es ist gar nicht einfach zusammenzufassen, worum es nun eigentlich geht. Wir haben viele Kommentare unter unseren Videos, aber die sind nichts im Vergleich zu denjenigen, die keine Kommentare schreiben, weil sie es nicht öffentlich machen wollen oder weil sie keinen Account bei YouTube haben. Und die nutzen dann unsere E-Mail-Adresse, die wir auch öffentlich gemacht haben, wohnvan@outlook.de. Und da sage ich gleich vorweg, wir haben jetzt die Notbremse gezogen, wir schaffen es nicht mehr hinterherzukommen und das ist uns zu viel, wir können nicht mehr antworten. Also gleich eine Entschuldigung an alle, die uns geschrieben haben und keine Antwort bekommen haben. Wir können es nicht abdecken. Wir sind ja auch kein Hersteller, wir sind auch kein Händler, wir sind einfache Kunden wie ihr, wir sind Käufer, die sich ein Adria gekauft haben. Aber es ist auch gar nicht unsere Aufgabe, wir haben auch gar nicht die Zeit, alles zu beantworten und auf alles einzugehen. Die meisten, muss man sagen, waren echt negativ und das hat uns traurig gemacht, denn wir sind mit Adria zufrieden. Wir scheinen großes Glück zu haben mit unserem Fahrzeug, denn das, was wir hier vorgefunden haben, sind dagegen ja tatsächlich nur Kleinigkeiten. Man muss Fairness halber auch sagen, dass viele Mails uns erreicht haben, wo es um Positives geht, wo man sagen kann, ich verstehe das gar nicht, wir haben auch ein Adria, wir haben keinen einzigen Mangel. Meistens sind das Kunden von Adrias älteren Baujahres, aber wir haben auch Mails bekommen von Kunden eines Adrias aus 2020, die einfach keine Mängel haben. Aber wenn wir das überschlagen, dann stellen wir Folgendes fest. Die Mails, die uns erreichen, die negativ sind, sind meistens immer von Fahrzeugbesitzern, die ihr Fahrzeug ab März, April diesen Jahres 2020 ausgeliefert bekommen haben. Alle, die ihr Fahrzeug vorher bekommen haben, schreiben, sie sind glücklich und zufrieden. Und die ganzen Mails mit den Mängeln und mit den Ausheulen und mit den haarzersträubenden Sachen, die wir hier nicht wiedergeben, was man uns geschickt hat mit Fotos, mit Videos, mit Beweismaterial, das zeigen wir ja gar nicht, sind immer Fahrzeuge, die im Sommer gebaut worden sind oder allenfalls noch im Frühling. Und das wundert uns sehr. Nämlich, dass es irgendeinen Zusammenhang geben muss mit einer Aufholung der Lieferverzögerung. Denn Adria hat Qualität, auch heute noch, aber wahrscheinlich, so vermutet man, und das ist auch unsere Vermutung gewesen, gibt es Qualitätsprobleme aufgrund von schneller Abfertigung in der Produktion. Und das war vorher nicht der Fall. Nun geht es um unseren SGX. Wie gesagt, sind wir mit unserem Adria grundsätzlich sehr zufrieden. Wir haben natürlich auch unsere Mängel. Und da gehe ich in diesem Video ja auch noch kurz drauf ein, aber nicht hauptsächlich. Aber was man uns halt mitgeteilt hat, und das ist erschreckend, da geht es einfach um Montageschäden. Da sind zum Beispiel Möbel schief eingebaut. Und wir haben Beweismaterial per Foto und Video bekommen. Das hat man auch nicht nachträglich manipuliert. Da sind Bruchstellen der Möbel hinter Verkleidungen, da sind Spannungsrisse vorhanden und vor allem, da sind Löcher in Holzverkleidungen, wo man sich fragt, warum sind die denn da?
Übrigens haben auch wir solche Löcher gefunden, aber an Stellen, die für uns unerheblich sind. Zeige ich gleich noch hier in diesem Video. Ja, da geht es auch um Kleinigkeiten, wie bei uns, dass Abdeckkappen fehlen oder Pinöppel, wie ich sage. Und was uns aber auch erschrocken hat, viele haben uns geschrieben, die Plissés sind kaputt. Von Anfang an oder sind gleich gerissen. Ich weiß nicht, ob das ein Mangel ist. Vielleicht gehen die Kunden auch einfach nicht sachgemäß um. Das Fahrzeug ist nun mal sensibel und Plissés sind empfindlich. Da kann man nicht einfach dran rumreißen. Denn Atria ist Qualität und Atria hat Qualität. Ja, das ist doch ein schönes Bild. Wir nutzen übrigens den Google Chromecast für diesen Karatec-Fernseher, weil viele wissen wollten, wie machen wir das denn mit dem Internet. Da haben wir eine SIM-Karte LTE von Vodafone und darüber surfen wir. Ja, unser Zenec E3766, damit schauen wir auch vorne gerne Videos an. Und worum es jetzt am Schluss in diesem Video geht, sind noch persönlich unsere Mängel. Was ist eigentlich passiert oder was wird noch passieren? Und warum haben wir eigentlich nur Pillepalle? Weil viele schreiben uns, was ihr da habt, ist gar nichts. Andere sagen, was ihr da habt, ist schon zu viel. Wir zeigen es einfach nochmal kurz. Und da gehe ich jetzt mit euch von Stelle zu Stelle, was Phase ist. Seht es uns bitte nach, wenn ich mal wir oder mal ich sage. Ich spreche gerne in Wir-Form, weil ich diesen Kanal mit Nora zusammen mache. Nur hier, heute bin ich alleine. Deswegen sage ich halt öfter auch ich. Die anderen Sachen, die wir per Foto und Video als Beweis zugeschickt bekommen haben, möchten wir nicht zeigen. Wir haben überlegt, ob wir es machen, aber nein, es ist wirklich nicht unsere Aufgabe. Aber danke für alles, was wir bekommen haben. Bitte wendet euch doch direkt an den Importeur, wenn ihr nicht weiterkommt. Aber bitte auch nicht an uns. Ja, wir sind kein Kummerkasten, aber wir nehmen es trotzdem ernst und das ist Anlass für dieses Video. Hat die Qualität sich verschlechtert? Gibt es noch eine Endkontrolle? Wir haben damals immer gehört und sind davon ausgegangen, dass jedes Fahrzeug einzeln überprüft wird. Ich weiß es nicht, wie es wirklich ist. Ich war noch nie in Slowenien. Ich weiß auch nicht, ob man das Werk sich angucken kann, ob es da eine Besichtigung gibt. Wir sind, wie gesagt, von der Qualität zufrieden und am Schluss dieses Videos zeigen wir trotzdem nochmal unsere Mängel und was da jetzt eigentlich draus geworden ist. Denn das wollen ja auch viele wissen. Unsere Heckfangseile haben Lackschäden verursacht. Von innen an den Türen. Ja, die andere Seite ganz genauso. Und zwar erheblich, wie wir finden. Ich weiß nicht, ob man das jetzt sieht. Das ist schon sehr, sehr krass. Obwohl das hier geschützt ist. Ich mache die Tür mal etwas zu, damit das Seil locker wird. Hier sieht man einfach, das sind extreme Lackschäden. Und wir haben Bilder bekommen von Leuten, wo das genauso ist. Aber wir haben auch Bilder bekommen von Leuten, die ein Jahr altes Fahrzeug haben, wo hier nicht ein Lackschaden ist und auch noch nie einer war. Bei uns soll es wohl daran gelegen haben, dass wir hier zu wenig Unterlegscheiben hatten. Jetzt haben wir hier schon mehr bekommen von unserem Händler. Aber was damit ist, da läuft, wie es aussieht, eine Anfrage für Freigabe einer Lackierung. Wie der aktuelle Stand ist, wie es weitergeht, wissen wir noch nicht. Auf jeden Fall ist es reklamiert. Die Schraubenabdeckung über dem Hubbett auf der Fahrerseite hinten, die fehlt immer noch. Unser Händler hatte die nicht vorrätig, aber sie soll bestellt sein. Wir hoffen, wir kriegen sie irgendwann. Die Hubbett-Unterverkleidung. Ja, ihr wisst es aus unserem Mängelvideo. Die Werkstatt unseres Händlers hat die Schraube neu reingedreht und gleichzeitig mit Klebstoff befestigt. Was ist passiert? Die Schraube kommt nicht wieder raus, weil sie geklebt ist, sondern sie reißt gleich die Decke mit runter. Sie geht also nicht mehr raus, weil sie geklebt ist. Vorher war sie nur locker. Und wir haben diesen Spalt erneut. Und der wälzt sich nicht schlecht. Gleichzeitig hier, wenn man von der Seite guckt, sieht man auch, dass diese Verkleidung hier einfach runterkommen will. Ja, also ich sag's gleich vorweg. Nora ist eine leichte Person. Ja, und ich wiege auch nicht viel. Man sieht es uns beiden an. Es ist uns unerklärlich. Wir haben darüber wirklich nichts großartig veranstaltet. Also hauptsächlich übernachten wir da oben und wir finden einfach nicht einen plausiblen Grund, warum sich das da unten löst. Und wir wissen auch nicht, was jetzt getan werden soll, ob man jetzt hier alle 10 cm eine neue Schraube reinmacht, ob man das überhaupt kann auf diesem Material. Ich weiß es nicht.
Jedenfalls fragen wir uns, warum. Was wir ein bisschen schade finden, aber das ist kein Mangel, ist, dass diese Ränder irgendwie so ein bisschen schlecht verarbeitet sind. Wenn man das jetzt mal hier öffnet, dann sieht man einfach, das war von Anfang an, dass dieser Rand, ja, einfach nicht so schön farblich eine gleiche Gebung hat wie sonst das Material. Immer so an den Rändern. Das ist aber meistens nur an den Schränken und Schubladen unter dem Hubbett in der Garage. Aber was wir zeigen, wir haben auch diese mysteriösen Löcher im Holz, allerdings bei uns an Stellen, wo es egal ist. Also hier zum Beispiel haben wir zwei kleine Bohrlöcher, die gar keinen Sinn ergeben, weil ja hier einfach nur ein Fach zum Schließen ist und da müssen gar keine Löcher sein. Und da haben wir Mails bekommen, unglaublich mit Fotos, da haben viele diese Löcher vorne hier im Sichtbereich, wo man das voll sieht, oder halt auch in der Küche gebohrte Löcher. Das haben wir vereinzelt in Schubladen oder Fächern von innen, aber nicht von außen. Weiß ich nicht, ob das schon immer so war bei Adria und warum das so ist, weiß ich halt auch nicht. So, ich habe es erwähnt, Nora ist leicht, ich bin leicht, wir sind jetzt auf dem Hubbett. Und was wir nicht ganz begreifen, dieses Seil hinten auf der Beifahrerseite. Man hört es. Schon hier, wenn ich leicht ziehe, knarzt es. Wenn ich jetzt hier auf dem Bett liege, ich lege mich jetzt hier einfach mal hin, dann, das kommt von da oben. Da oben knarzt es. Und das wird immer schlimmer. Und ich weiß nicht warum. Ich weiß nicht, wo es genau herkommt. Es kommt von da oben her. Also wenn einer von euch eine Idee hat, was man da machen kann, wir werden unseren Händler natürlich auch nochmal fragen, wenn das Fahrzeug wieder da sein wird, um die restlichen Mängel abzustellen, ob man da irgendwas machen kann, dass das nicht so krass klingt. Die Küchenschubladen funktionieren übrigens wunderbar wieder mit Softclaws, saugen sich ran und haken nicht beim Öffnen. Das hatten wir ja am Anfang. Das wurde neu eingestellt. Das ist wunderbar wieder heile bei uns. Hier haben wir übrigens auch noch so diese Löcher, aber da stören sie uns nicht. Da ist auch so ein Loch. Da wissen wir gar nicht warum, denn darunter ist einfach nichts. Das ist einfach ein Loch, aber da haben wir jetzt hier sowieso diese Anti-Rutschmatte drauf, dann sehen wir das nicht. Bei anderen sind diese Löcher allerdings halt auch hier im Sichtbereich auf Fotos, was wir bekommen haben. Und das verstehen wir halt nicht. Muss halt nicht sein. Also ich gehe hier wirklich nicht mit der Lupe durchs Fahrzeug. Aber eins muss ich euch hier zeigen, das ist der Hammer. Darauf wurden wir jetzt aufmerksam gemacht, sonst hätten wir das gar nicht gemerkt. Und zwar seht ihr hier die Duschwand zur Dinette und die wälzt sich. Wir haben hier nach ein paar Mal Duschen festgestellt, wie bei uns etwa auch. Wir haben Fotos bekommen, wo sie sich wälzt. Ich versuche das mal zu zeigen. Und zwar sieht man hier schon eine Welle. Also hier ist das tiefer, hier ist es höher, dann geht es hier wieder runter. Und das ist hier unten auch. Und das wälzt sich meistens immer, wo hier eine Abdeckkappe ist. Dahinter sind ja Schrauben. Ja, was ist passiert? Bei uns ist es noch leicht, aber es kann ganz schnell stärker werden. Ja, beim Duschen kommt Feuchtigkeit hier an der Wand. Die hält das ja auch aus. Aber diese Abdeckkappen hier, die sind nicht versiegelt. Die sind locker. Da kommt Flüssigkeit zwischen. Man sieht es vielleicht hier auch ein bisschen. Da oben kommt Feuchtigkeit rein. Duschtropfen. Und das zieht sich hinter die Wand. Und die Feuchtigkeit kommt hinter diese Wand, geht nicht mehr raus. Und dann kriegt man diese Wellen. Wir wissen nicht, wie das ist, wenn wir jetzt ein halbes Jahr duschen. Wir haben jetzt hier das Fahrzeug 4 Wochen, noch nicht so oft drin geduscht und wir haben jetzt schon hier erste Beulen und Wellungen. Also das muss dringend mit Silikon versiegelt werden. Das wird offensichtlich nicht gemacht im Werk Slowenien, sondern halt nur hier ist Silikon, aber nicht an diesen Abdeckkappen. Macht es selber, wenn ihr keine Garantie mehr habt. Wenn ihr Garantie habt, bittet doch euren Händler, dass er euch das mit Silikon versiegelt. Sonst kriegt ihr hier eine wellige Wand. Übrigens, das hier ist kein Mangel, sondern da haben wir selber Schuld. Wir wissen überhaupt nicht, wie es passiert ist, aber wir haben hier einen dicken, fetten Kratzer und hier auch schon so einen Kratzer. Den kriegen wir auch nicht mehr rauspoliert. Also die Glasabdeckung der Herdplatten und der Spüle, die ist sehr empfindlich oder die sind sehr empfindlich. Das sind ja zwei. So eine Platte soll wohl sehr teuer sein, also passt bloß auf, dass ihr die nicht zerkratzt. Wir haben hier schon immer Tücher drüber liegen gehabt, Geschirrhandtücher und so. Und auch diese tolle Abtropfmatte hier, die wir ja immer hier so liegen haben, die schützt. Und da haben wir einmal wohl nicht aufgepasst und haben diese zwei hässlichen Kratzer, die nicht mehr weggehen. Also passt da bloß auf.
dass ihr das nicht zerkratzt bei euch gleich. Ja, unsere Piezo-Zündung. Wir haben ja die 2020er Küche, nicht die elektrische Zündung, sondern noch die hier. Und wenn wir jetzt leicht Gas anmachen, wirklich nur leicht und dann zünden, dann geht es sogar. Super, aber auch nur bei der Herdplatte. Die andere machen wir leicht an. Ganz leicht. Nein, sie geht nicht. Beim ersten Mal schon gar nicht. Sonst auch nicht. Tja, was kann man da machen? Es ist auf jeden Fall reklamiert. Keine Ahnung, was unser Händler macht. Wir wissen, dass man hier drunter irgendwie reinkommt und da soll man was einstellen können unter den Herdplatten. Da fummeln wir aber nicht dran rum. Kann unser Händler machen. Der Elektrodenabstand stimmt wahrscheinlich nicht so ganz. Wir wissen nicht, was man da machen kann. Wir hätten auch gerne die elektronische Zündung. Ob man das nachrüsten kann, wissen wir nicht. Ja, von diesem Schwenkbad haben wir festgestellt, gibt es unterschiedliche Schrauben. Also hier oben zum Beispiel haben wir auch zwei unterschiedliche. Die Schraube ist eine andere wie diese Schraube. Und dann haben wir hier auch noch so einen hässlichen Kratzer. Das haben wir alles erst später gesehen. Das stört uns jetzt nicht so. Aber perfekt ist das alles nicht, wenn man sagt, das Fahrzeug ist makellos. Nein, makellos nicht. Dann soll das hier nicht lange halten. Bei uns hält es. Das sind ja diese Magnete für diese Schwenkwand. Und das soll hier in diesem Schrank einfach nur mit einer einfachen Schraube drin sein und ganz schnell wegbrechen. Bei einigen ist es gleich kaputt gegangen. Also da sagen wir, vorsichtig, die Wand umklappen und nicht gegenschmeißen, sondern langsam andocken. Zurück dasselbe Spiel, hat man ja auch Magnete. Langsam andocken. Wir wissen nicht, wie lange es hält, aber wir haben erschreckende Fotos bekommen, wo das abgebrochen war, schon gleich nach wenigen Wochen. Unsere elektrische Schiebetür ist wieder heile. Sie war nicht richtig eingestellt. Unser Händler hat die Tür wunderbar eingestellt. Funktioniert. Kein Mangel mehr. Mit unseren Leder-Wast-Sitzen sind wir absolut unzufrieden. Und zwar wellen sie sich ohne Ende. Und das war seit Auslieferung. Das haben wir auch per Foto dokumentiert. Also hier oben, das ist nicht normal. Das haben andere nicht, dass sich das so derart wellt. Das ist 1000 Euro Aufpreis für Leder-Wast. Aber am schlimmsten ist es einfach hier unten, Fahrer- und Beifahrersitz. Es geht um diese großen Wellen hier. Da kann man das einfach hochziehen und hat das halbe Leder in der Hand. Das kann nicht sein. Das ist alles nicht gespannt. Das ist locker. Und das nehmen wir so nicht hin. Wir wissen, dass es bei unserem Händler reklamiert ist. Aber wir haben keine Ahnung, wie es weitergeht. Ob das jetzt eingereicht worden ist von unserem Händler seitens, also an Atria. Wir wollen ja nicht gleich neue Sitze haben, weil das Leder ist ja toll. Es sei denn, wir kriegen neue Sitze. Wir wollen einfach, dass es gespannt wird. Das muss einfach neu gespannt werden. Wir wissen nicht wie. Wir machen es auch nicht selber. Das geht gar nicht. Das ist wirklich unter aller Würde. Und das haben auch Leute, die ein Jahr und länger Leder-Wast haben, nicht. Die haben wunderbar gespannte Sitze. Da sieht das wie hier auch da unten aus. Ja, dann haben wir noch entdeckt, das Sunroof, mit dem wir ja sehr zufrieden sind, fängt jetzt an, nach ziemlich genau 3000 Kilometern Geräusche zu machen beim Fahren. Hier, vielleicht hört man es, wenn ich leicht drücke. Und dieses Geknarze, ganz oben links aus der Ecke, haben wir jetzt beim Fahren auch im Stadtverkehr, 50 km/h, das knarzt dann immer so. Ja, ich weiß nicht, ob das normal ist, das war ganz am Anfang nicht. Wahrscheinlich werden wir hier noch mehr Geräusche kriegen, je mehr wir fahren. Aber nach 3000 Kilometern fängt das Sunroof bei uns leider an zu knarzen. Ja, die Plastikabdeckung unter der Sonnenblende, die fehlt immer noch. Die ist aber bestellt. Es geht hier um diesen Pinöppel hier oben, der fehlt. Und auch da haben wir Mails bekommen, die sagen uns, da wäre ja schön, wenn er nur da fehlen würde. Bei anderen fehlt 6 oder 7 Stück im Sichtbereich, fehlen die einfach alle. Einfach vergessen worden im Werk in Slowenien, ich weiß es nicht. Es handelt sich um diese Dinger. Der ist nachbestellt und den werden wir noch kriegen, wenn er dann mal irgendwann eintrifft bei unserem Händler. Hier seht ihr vernudelte Imbusschrauben vom Beifahrersitz. Aua, jetzt habe ich mich von hinten gestoßen. Das nehmen wir absolut nicht hin. Bei unserem Sound-Upgrade sollten diese Schrauben gelöst werden und waren aber bereits vernudelt, sodass wir unser Sound-Upgrade an die Starterbatterie angeschlossen bekommen mussten und nicht an die Aufbaubatterien. Da müssen auf jeden Fall andere Schrauben rein. Keine Ahnung, wie die alten rausgehen. Warum sind die überhaupt vernudelt?
Das zählt für uns mit zur Reklamation. Ja, und das ist es aber auch schon gewesen. Mehr haben wir nicht. Das Knarzen und Wackeln vom Fahrersitz ist beseitigt. Ich weiß nicht, was veranstaltet worden ist. Und auch die Kunststoffabdeckung vorne und hinten unter dem Fahrersitz ist erneuert worden. Also das ist wunderbar. Was noch etwas mysteriös ist, wir haben an der Starterbatterie im Fußraum Fahrerseite ein lose herumliegendes Kabel und einen lose herumliegenden Massepol, also ein Massekabel. Und das lag ungeschützt auf dem Pluspol, muss man sich vorstellen, der Starterbatterie. Ja, wir wissen nicht, was das für ein Kabel ist, bis heute nicht. Einige sagen, das haben sie auch, das Kabel. Das ist wohl für optionales Zubehör. Wir wissen es nicht. Es soll wohl von Fiat sein, das Kabel, und immer in jedem Adria liegen. Aber es ist nicht geschützt. Es liegt einfach so auf der Starterbatterie. Also das sollte wenigstens isoliert sein, also geschützt sein. Insgesamt ist Adria zu empfehlen und hat auch eine gute Qualität. Wir können es weiterempfehlen. Wir werden auch in Zukunft zufrieden sein mit diesem Fahrzeug. Davon sind wir überzeugt. Für unser Fazit ist ein weiterer Tag vergangen. Ich komme übrigens gerade von der Arbeit und dort hatte ich heute Gelegenheit nachzudenken. Ich habe mir auch die Sequenzen nochmal angeschaut, die in diesem Video gerade vorausgegangen sind. Und unser endgültiges Resümee ist, dass Adria eine hohe Qualität hat und dass wir zufrieden sind. Und wenn es irgendwelche Qualitätsprobleme gibt, selbst in unserem Fahrzeug, wo wir nicht mit allen Dingen einverstanden sind, dann liegt das an der Ursache, die im Adria-Werk in Slowenien zu suchen ist, nämlich Aufholung von Lieferverzögerungen und pandemiebedingte Hygienevorschriften und andere Arbeitsbedingungen. Anders können wir es uns nicht erklären, dass das, was Adria sonst ausmacht, nämlich eine ausgezeichnete Qualität, vereinzelt nachgelassen hat. Wir glauben, dass in Zukunft Adria genauso qualitativ hochwertig sein wird und gehen davon aus, dass Mängel, die vorhanden sind, Ausrutscher sind, die nicht serienmäßig so produziert werden. Also wir haben viele Zuschriften verglichen und stellen fest, dass die Mängel nicht alle dieselben sind. Also jeder hat andere Mängel. Und was wir hier haben, sind Kleinigkeiten. So, es ist wirklich nicht unsere Aufgabe, irgendjemanden schlecht zu machen. Das machen wir nicht. Der Importeur Raimo kann überhaupt nichts dafür. Der baut die Fahrzeuge nicht. Und Händler ebenso nichts. Also können auch nichts dafür. Die verkaufen die Fahrzeuge. Was natürlich schade ist, dass Händler sich mit Reklamationen und Mängelbeseitigungen herumplagen müssen. Händler wollen gerne Fahrzeuge verkaufen und sich nicht nach einem Verkauf damit auseinandersetzen, hier irgendwelche Sachen zu reparieren oder schön zu machen. Das ist schade, wenn ich Händler wäre, ich hätte da keinen Bock drauf, aber dazu ist man nun mal verpflichtet im Rahmen der Garantie und wir hoffen natürlich, dass diese Informationen irgendwie ankommen in Slowenien. Die Slowener werden diesen Kanal nicht gucken, aber viele Händler schauen uns und vor allem auch Raimo guckt uns zu. Und wenn jetzt die Folge ist, dass wir eine Rüge kriegen und das Video wieder löschen müssen, dann würden wir das sehr, sehr schade finden. Und vor allem die Zuschauer würden auch merken, dass das Video verschwunden ist. Wir appellieren vielmehr daran, dass das zur Kenntnis genommen wird, dass wir eine Flut von Zuschriften erhalten. Wir wissen überhaupt nicht, ob das auch an Raimo geht oder ob man nur uns schreibt, weil wir als selber ein Endkunde das Fahrzeug einfach zeigen und unverblümt aussprechen, wie unsere Erfahrungen sind. Übrigens im Rahmen unserer Meinungsfreiheit. Und wir sind zufrieden, ich betone es nochmals, mit Adria und würden ihn uns wieder kaufen. Deswegen appellieren wir einfach daran, dass es irgendwie weitergegeben wird an Slowenien. Wir haben keine Ahnung, wie die Abläufe sind. Vielleicht ist auch schon längst ein neues Qualitätsmanagement vorhanden und das waren alles nur Ausrutscher und die 2021er Modelle haben alle absolut keine Mängel mehr. Ich weiß es nicht. Fakt ist jedenfalls, betroffen sind offensichtlich Fahrzeuge, und das ist kein Geheimnis, die während der Pandemie gebaut worden sind. Denn vor März oder April 2020 gab es eigentlich keine Qualitätsprobleme. Das haben wir von so vielen Leuten bestätigt bekommen, die zufrieden sind mit ihrem Adria. Und insgesamt sind auch wir zufrieden. Das ist unser Fazit. Adria baut einfach hochwertig. Auch die Materialien sind hochwertig. Und ja, was kann ich zum Schluss sagen? Wir freuen uns, dass man uns schaut. Und wir hoffen, dass einfach das ernst genommen wird, was wir sagen und dass es uns nicht zur Last gelegt wird, wenn wir darüber berichten, was wir zugeschickt bekommen haben. Wir zeigen nicht Fotos und auch nicht Videos, das ist nicht unsere Aufgabe,
Das kann jeder selber machen, wenn er meint, er hat ein Problem und will das zeigen. Wir zeigen nur im Rahmen unserer Meinungsfreiheit unser eigenes Fahrzeug und berichten, was wir hier vorgefunden haben. Wir werden auch weiter berichten, was mit unserer persönlichen Mängelbeseitigung geschieht. Denn wir nehmen einige Sachen so natürlich auch nicht hin. Insgesamt sind wir aber zufrieden. Und wie gesagt, unser Händler ist ein sehr guter Händler. Wir gehen davon aus, dass er uns einfach hilft, dass diese paar Sachen hier noch abgestellt werden und wir glücklich sind. Wir werden auch die Wintertauglichkeit testen. Übrigens, ich habe hier ja diese Dieselstandheizung von Webasto im SGX, wie ihr ja auch die in den SGX habt. Und da habe ich mir ja das digitale Bedienteil nachgerüstet für rund 70 Euro. Sehr zu empfehlen, siehe vorherige Videos von uns. Und ich komme von der Arbeit heute, es ist heute echt kalt draußen, 5 Grad haben wir nur noch draußen und habe hier per Zeitschaltuhr die Temperatur vorgewählt und es ist echt kuschelig warm hier drin. Also das ist toll. Ich gehe davon aus, dass ich im Winter nicht frieren werde, auch bei Minustemperaturen. Verbraucht man vielleicht mal ein bisschen mehr Diesel, wenn es wirklich richtig kalt draußen ist, aber die Dämmung scheint echt in Ordnung zu sein. Die 21er Modelle sollen andere Dämmmaterialien haben. Wir haben noch nicht hinter die Verkleidungen geschaut, wir wollten an den Hecktüren mal gucken. Wir müssen natürlich auch aufpassen, was wir hier an Verkleidung abnehmen, weil wir ja Garantie haben und selber hier nicht rumfuschen dürfen. Und deswegen schrauben wir auch nicht einfach irgendwelche Sachen ab, ist ja klar. Dankeschön fürs Zuschauen. Dankeschön, dass ihr uns abonniert habt. Schreibt gerne in die Kommentare, wie eure Meinung ist. Und hinterlasst gerne auch einen Daumen nach oben und schaut auch gerne weitere Videos von uns. Dankeschön, dass ihr uns ernst nehmt. Und wir berichten natürlich nicht nur über sowas, sondern auch über andere Dinge, ist ja klar. Aber das war einfach notwendig und das zeigen wir und da haben wir auch überhaupt keinen Schmerz mit. Wir würden uns jederzeit wieder einen Adria kaufen.